Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Aragami. Ja, wir sind, jetzt gesagt, ich bin ständig am Failen. Ja, das ist gar nicht mal so einfach hier, ne? Aber es macht trotzdem Spaß. Vielleicht schaffe ich es jetzt mal, den großen Text fertig zu lesen. Wie schaffen das die Japaner, nur so einen riesen Text in so einer kurzen Zeit zu reden, zu sprechen? Warte, gleich kommt's. Einen Teil haben wir noch nicht fertig gelesen. Der da. Ganz Mist angefangen kommen. Nein, noch nicht. Stimmt nicht. Falsch. Da. Das hätte auch hier passieren können. Es könnte auch jetzt passieren. Egal da, wo du genau da, wo du stehst. Ja gut, es würden die wissen, dass es uns gibt. Ich weiß nicht genau, wo wir anfangen sollen, ehrlich gesagt. Ich gehe nochmal hier hoch. Wir sind noch schön versteckt. Was soll das denn sein? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, der hatscht mal weg. Den müssen wir zuerst ausschalten. Jetzt geht er da runter. Letztes Mal ist er da hergegangen. Vielleicht geht er noch. Schauen wir mal kurz. Warte. Warte. Jupp, er geht. Das ist schön. Ich visiere gleich mal den Schatten an. Sobald er um die Ecke ist, klatscht man weg. Das hat letztes Mal super hingehauen. Sehr schön. Und wir schleichen uns wieder raus. So, damit keiner was mitbekommt, dass wir hier waren. So, da drüben ist so ein Kratler. Wenn wir mal Glück haben, können wir auch gleich ausmerzen. Langsam, nicht zu schnell. Ganz langsam. Wir müssen schauen, dass wir irgendwie im Schatten sein können. Na los, mach. Jawohl! Das war schön gemacht. Super. So langsam kriegen wir es ja hin. Fein. Dann, glaube ich, gab es da vorne noch jemanden. Ich tast mich mal voran. Da geht er. Der Kratler. Da ist er. Ich sehe dich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich muss weg. Warte ich weg, um Himmels Willen. Ja, das war wieder Fail. Er portet nicht so schnell. Dann müsste ich in den anderen Schatten zurück. Na toll, jetzt muss ich das nochmal machen. Geht, okay, das ist so kacke. Weil ich kacke bin. So schaut's aus. Ach, ich habe zu viel gewollt. Okay, muss ich mir merken. Da stehen ist nichts gut. Am besten hier drüben stehen bleiben und warten, bis der kommt. Dann langsam noch vorbohren und dann ihn schnell umhauen. Hör auf zu quatschen, du da unten. Ja, da bin ich jetzt selber schuld. Ja, ja, passt schon. Hallo. Du machst Worten. Na los, hopp, geh. Ja, das Glück ist nicht oft mit den Dummen. Nein. Könnte aber auch dran liegen, vielleicht, dass ich heute gar nicht mal dumm bin und deshalb kein Glück habe. Na los, komm her. Jetzt wird uns der untere wieder entdecken ein bisschen. Zurück in den Schatten. Dahin borten. Würdest du bitte? Danke. So, ach, das wäre jetzt genau die Gelegenheit gewesen. Ach, verdammt, er hat mich gesehen. Scheiße, nichts für weg. Bort dich, bort dich. Ach, du bist doof. So, weg da.
Minus 50, Leichhilfe. Ja, das war wieder für nix. ich glaube hier, ne? Das war wieder nicht schlau. Nein, nein. Wie ist das jetzt bitte gegangen, weil der Depp mich da jetzt, weil der so laut war oder was? Das muss mit mehr Feingefühl gemacht werden. Nicht so schnell und nicht so hastig. Hallo. Normal hätte ich müssen den da hinten zuerst klatschen. Also da, zack, zack, klatschen. Weil bis die zwei da fertig sind mit der Laberei, ist ja Wahnsinn. Das ist ja ein Wahnsinn. Ich muss warten, bis der mir um die Ecke ist. Ist nicht einfach. Nein. Na los, latsch los. Die Wachen sind auch wahnsinnig aufmerksam, muss man schon sagen. Na los. Ja genau, schleich dich um die Ecke. So ist fein. Jetzt können wir uns mal boarden. Und jetzt. Zack, aus. Genau. Und zurück in die Schatten. Scheiße, jetzt wäre es echt schön, den zu machen. Können wir den nicht irgendwie wegschleppen? Das wäre halt auch schön, wenn wir den irgendwie Huckepack nehmen könnten und den wegzehren könnte. Hingehauen? Im Ernst? Das hat hingehauen? Geilo. Ha, damit habe ich nicht mehr gerechnet. Das gut geht. Ja, geht gut. Hat hingehauen? Ich glaube, ich bin. So, jetzt sind nur noch die zwei Kratler da oben, ne? Ich keine Ahnung habe. Oh, Licht. Wie wir das am gescheitesten angehen sollen. Kann ich da hoch? Da ist er. Wow. Schnell verstecken. Tschüss. Ich glaube, der hat uns gerade. Oh, oh. Der entdeckt die Wache. Scheiße. Alarm ausgelöst. Das war nicht so schlau. Nochmal von vorn. Wie willst du denn? Okay, dann müssen wir den stehen lassen. Wir dürfen nur links und rechts die weghauen. Okay. Dann schaue ich mal, ob ich mich beeilen kann ein bisschen. Was? Der hat mich jetzt gesehen. Echt jetzt. Dein Ernst? Okay, so einfach geht das dann hier auch nicht. Oder doch? So, das war der. Oh weia. Zack. Der kommt zurück. Tschüss. Oh, oh. Jetzt kommt der her. Langsam. Psst. Langsam. Leiche gefunden. Schnell, 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 schnell. Ich glaube, es hat noch hingehauen. Thank you.
schnell verstecken. Ich glaube, ich habe noch keine minus 500 Punkte kassiert. Wo ist der eine hin? Der da drüben. Ich habe keine Ahnung. Nachschauen? Schauen wir nach. Mehr als verhauen kann ich es ändern und ich werde es wieder verhauen. Ich weiß es nicht. Ich habe es eigentlich verhaut. Was? Psst. Wo ist der eine Kratler hin? Scheint jetzt wieder ruhig zu sein, ne? Jesus, na. Hui, Karamba. Ist wirklich nicht gerade einfach. Vor allem die Wache da oben. Auch. Na, geh weiter. Passt. Muss mal kurz schauen, wie viele hier sind. Ich glaube, es ist nur mehr eher, ne? Oh je. Tschüss. Gut hingehauen. Halleluja, Maracuja. So, jetzt bist du noch du da, du Kratler. Jetzt ist die Frage, ob wir ihn von hier oben niedermeucheln dürfen. Jawohl. Gut. Ich glaube, wir haben es hinbekommen irgendwie. Bitte lass uns hier speichern dürfen, bitte. Was haben wir hier noch? Ein Zelt. Oh, da kommt wieder was. Oh, immerhin, Rang B. Alle Bedrohungen ausgeschaltet. Ja, haben wir geschafft. Keine Feinde getötet, das geht auch nie entdeckt. Genau. Ja. Immerhin schon mal Rang B. Ich meine, für den ersten Versuch war ja gar nicht mal so schlecht, finde ich. Wachen aufmerksam gemacht. 11 insgesamt. Gefundene Leichen 1, Entdeckung einmal. Gefundene Sammelobjekte 0 von 0. Aha, hier hat es sowieso keine gegeben. Also gibt es doch was zum Sammeln. Ah, wunderbar. Dann gehen wir weiter, oder? Funktionieren können wir es mal, wenn ich mal besser spielen kann vielleicht. Findet eine Wache einen toten Kameraden, alarmiert, feststellen dürfen. Perfekt, Kapitel 2. Also gibt es doch was zum Sammeln. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. So, wieder ab in die Schatten. Nicht schlecht, Herr Specht. So. Aber keinen Umnieten, das heißt einfach nur husch, husch und weg. Das wäre total einfach. Ich dachte, man muss alle umhauen. Das muss man auch mal erst wissen, ne? Ach so, okay. Der Neunschwanz. Oh, oh, was war das? Schon wieder. Yamiko, ich habe etwas gesehen. Ein Traumbild. Ich habe es auch gesehen. Das Ritual muss eine Art Verbindung zwischen uns geschaffen haben. Beim Aufwachen hatte ich noch eine Vision, kurz bevor ich dich getroffen habe. Was bedeutet das? Wer weiß, es gibt nicht viele Berichte über das Ritual, mit dem ich dich beschworen habe. Hoffentlich finden wir es bald heraus. Setzen wir uns in Bewegung. Ich darf nicht zulassen, dass du dich bei Sonnenaufgang in Rauch auflöst. Gut, warte mal. Wie bitte? Oh, habe ich dir das nicht gesagt?
Dein Körper besteht aus Schatten. Berührt dich auch nur ein Sonnenstrahl? Wir sind ein Vampir. Was? Inzwischen bin ich nur froh, dass du es mir überhaupt erzählt hast. tut mir leid. Ja, toll. Sag mal, Aragami, da ist eine Schriftrolle bei der Statue. Sehen wir uns das mal an. Okay, mit F. Gut, F. So. Ein Was? Finde Schriftrollen, um mehr über die Vergangenheit zu erfahren und Aragamis ganze Macht zu entfesseln. Öffne den Fähigkeitenbildschirm mit F1 und vergib Fähigkeitspunkte für neue Schattentechniken und Verbesserungen. Okay, F1. Aragami-Fähigkeiten, was haben wir da? Bewege dich blitzschnell von einem Schatten zum nächsten. Right Button. Und hier? Schatten erschaffen. Cool. Ziele auf eine beleuchtete Fläche, um Schatten zu werfen. Left Button. Also der linke. Kosten 1. Du hast 1. Freischalten. Nur warum eigentlich nicht? Bitte. Mit Enter. Wollte ich eigentlich. Magst du nicht? Oben bleiben? Na? Ja? Nein? Ja? Irgendwie mag er die Enter-Taste nicht. Da. So. Drücken. Ich mache eigentlich. Geht vielleicht noch nicht. Schatten erschaffen. Ich habe jetzt einfach mit der linken Maustaste drauf geklickt. Ziel auf eine Oberfläche und halte Left Button, also den linken Mauszeiger. Mauszeiger, genau. Die linke Maustaste, Entschuldigung. Um einen Schattenpfad zu erschaffen. Erschaffe Schatten, um dich unbemerkt zu bewegen oder zu vorher beleuchteten Oberflächen zu springen. Okay. Ah, jetzt hat es hingehauen. Einfach mit der linken Maustaste benutzen und passt. Gut ist. Q sind Techniken und E sind Schriftrollen. Was ist da mit E? Und mit Q? Q, E, Q, E? E, Q, E? Nix dabei, scheint mir so. Dann gehen wir zurück. Du hast die Aura in dich aufgenommen? Erstaunlich, was auch immer es war. Es hat dich scheinbar stärker gemacht. Halten wir weiter die Augen danach offen. Okay. Schatten erschaffen. Cool. Mei, das erinnert mich gerade an Naruto. Ah, und mit der verzieht sich wieder. Okay. Wenn dir die Schattenessenz ausgeht, bleib einfach einige Sekunden im Schatten. Okay. Na, würdest du? Geht ja. Okay. Im Schatten bleiben. Ich verstehe schon. Wir brauchen wieder Energie. Schattenenergie. 3 Jahre später. Sind wir voll? Noch nicht ganz. Schwing. Aber jetzt. So, nochmal üben. So, nochmal üben. Ich darf nicht. Okay, so viel Energie scheinen wir noch nicht zu haben. Ich will es nur üben eigentlich. Das heißt, wenn auf der anderen Seite Schatten ist, braucht man es nicht. Einfach nur boarden. Erschaffe Schatten und springe dann in sie hinein. So kommst du wahrscheinlich überall hin. Okay. Ist hier irgendwas versteckt? Kann man hier irgendwas kaputt hauen? Na. Nicht wirklich. Schatten erschaffen und da drüben? Ist wieder alles verschlossen. Okay. Okay. Ab in die Schatten. So, und jetzt? Darüber wahrscheinlich. Und nun, meine Gute. Weise mir den Weg hier runter. Ich gehe mal runter hier. Ja. Siehst du den Tempel? Dahin sind wir unterwegs. Da drüben? Warum? Mir ist zu Ohren gekommen, dass es dort ein Tier gibt, das uns vielleicht helfen kann. Ein Tier? Ein Tier? Ja, scheinbar hat es mit der Magie zu tun, mit dem sie mich in die Falle gelockt haben. Du musst es finden, Aragami. Mal nebenbei.
Darf ich dich eigentlich Aragami nennen? Ich denke schon, ja. Infiltriere die Pagode. Okay. Wie machen wir das am schlauesten? Ich würde sagen, wir gehen mal hier hin. Und dann, aha, sind schon wieder alles voll mit Kratler. Alles voll mit Kratler. Okay, das muss ich wahrlich noch üben. Ich denke mal, ich bohr mich darüber, wenn es geht. Hallo? Schatten, ich will machen. So, ja, genau, darüber mal. Schauen wir uns mal die Gegend hier an. Die schaut noch fast ein bisschen besser aus. Uns mal nach unten zu porten. So ist fein. Und dann steht hinter mir einer. Muha! Ist das hier dann wieder dasselbe, dass wir eigentlich keinen umnieten sollen? Und ich dachte immer, die müssen umkippen. Andere drüben wäre noch gut, ne? Zuerst. Der Kerl da drüben. Oh je. Puh, der dreht um. Ich bin gerade voll konzentriert, Entschuldigung. Oh, da ist noch einer. Oh, Scheiße. Fail. Ja, das habe ich nicht gewusst, dass der dahergeht. Fail. Epic Fail. Nochmal. Checkpoint neu starten. Gut, der muss als letztes. Der muss als letztes fallen. Dann würde ich sagen, wir machen vielleicht doch zuerst lieber die Seite da drüben. Nanu? Ich will. Ach, da. So. Dann machen wir vielleicht doch zuerst die Seite hier. Okay, da kann ich nicht. Da muss ich darüber. Super. Super. Ah ja, natürlich. Die Schattenenergie muss noch aufgefüllt werden. Na, würdest du? Zack. Na, ich wollte eigentlich darüber. Okay. Geht nicht. Vielleicht hier? So. Bei dem Kerl muss man echt warten, bis er ganz da drüben ist, dann kann man ihn umnieten. Komm, dreh dich um. Ja, so ist fein. Passt. Erledigt. Dann müssen wir darüber. Oh je, Madonna. Ich sehe weg. Oh weia, da geht aber nicht ganz bis darüber jetzt, oder? Puh, das war jetzt wieder Glück.
versuch's mal hierher. Wie gehst du, mein Freund? Was? Der ist auch erledigt. Puh. Sollen wir den da hinten noch versuchen zu kriegen? Da ist mir so ein komischer Kerl. Das wäre jetzt die Gelegenheit. Tschüss. Na, was tust du denn? Falsche Taste erwischt. Falsche Taste erwischt. Falsche Taste erwischt. Scheiße, ich wollte schleichen, jemand nimmt die Sprinten. Ach, meine dummen Finger sind auch viel zu kurz für sowas. Geh scheiße, das lief gerade so gut. Mist, elendiger. Mist, und der Part ist auch gleich vorbei. Geh, das lief so gut, ich ärgere mich gerade. Nanu, wo ist denn der hin? Da fehlt doch einer. Sag bloß, der geht weiter um die Ecke. Muss ich gerade mal klubschen, wo ist denn der hin? Der fehlt hier. Der ist weg. Komplett weg. Oh na, so viel dazu, der ist weg. Das war jetzt nicht besonders sauber, aber trotzdem noch effektiv. Effektiv. So. Ach je. Schaffe ich es bis ganz darüber? Ich fürchte nicht. Schnell verstecken. Scheiße. Das ist natürlich jetzt schlecht. Wieso geht denn das nicht? Wenn ich jetzt zu ranstürme und ihn umhauen will, geht das nicht. Meisterskacke. Was? Der ist wieder mal erledigt. Das ist halt echt doof. Dass man die nicht wegschaffen kann. Ich glaube, er hat nichts mitbekommen. Tschüss. Ja, da bist du voll konzentriert, ey. Da kannst du gar nicht schnattern. Geht nicht. Nichts mit schnattern. Dann würdest du bitte hüpf. Mach hüpf. Schattenhüpf. Komm, Schattenhüpf. Oh, da hat mich jemand entdeckt.
Na, das gibt's jetzt nicht, oder? Schnell weg mal kurz. Wer ist da? Hör auf. Na, ich bin entdeckt worden. Ach, der da. Okay, boah, das ist echt schwer. Ah, scheiße. Ich würde gern zwischenspeichern können. Oje, der Part ist auch zu Ende. Na super, ich verstecke mich nochmal hier. Weit sind wir jetzt nicht gekommen. Aber immerhin schon mal im Kapitel 2. Boah, das ist echt schwer hier. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!